Es ist Zeit, euch bei den MMA News Germany Kurznachrichten willkommen zu heißen, wo jede Meldung eine Minute lang beleuchtet wird. Heute sprechen wir über zwei Verletzungen mit weitreichenden Folgen. Und zwar scheint Dricus du Plessis, der sich zuletzt bei UFC 290 mit einer starken Leistung gegen Whittaker als nächster Titelanwärter im Mittelgewicht herauskristallisiert hatte, nicht ganz ohne Verletzungen davongekommen zu sein. Dadurch scheint sein Kampf gegen Adesanya vorerst nicht mehr stattzufinden. Dieser hat nämlich mit ziemlich unsanften Worten verkündet, dass nun doch Sean Strickland der nächste Gegner auf seiner Liste ist, weil du Plessis nicht bereit wäre, bei UFC 293 in Sydney anzutreten. Diese neue Ansetzung ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber sowohl der Champ als auch Strickland scheinen bereit zu sein, im September gegeneinander anzutreten. Strickland konnte Anfang Juli, wie die deutsche Community sicherlich noch gut in Erinnerung hat, ziemlich kurzen Prozess mit Abus Magomedov machen und sprach schon im Anschluss daran über einen möglichen Titelkampf gegen den Last Stylebender. Hat er sich die Chance gegen Adesanya verdient? Dessen letzter Kampf endete mit dem spektakulären Knockout gegen Alex Pereira und wenn die simple MMA-Mathematik aufgeht, dürfte das für Strickland kein gutes Omen sein, der seinerseits von Pereira ziemlich schnell schlafen gelegt wurde. Immerhin haben die beiden zuletzt gemeinsam trainiert und eventuell sorgt Strickland doch für die große Sensation. Eine weitere Verletzung gab es im Hause Nurmagomedov, nicht etwa bei Khabib, sondern bei seinem Cousin Umar, weshalb der 5-Runden-Main-Event am 6. August gegen Corey Sandhagen abgesagt werden musste. Dieser Kampf hätte einen großen Schritt für Umar bedeuten können. Innerhalb kürzester Zeit gab es nun zumindest die Meldung, dass ein neuer Gegner für Sandhagen gefunden wurde, denn Rob Font hat sich bereit erklärt, mit 2 Wochen Vorbereitungszeit einzuspringen. Der Kampf wird dafür vermutlich nicht beim Bantam-Gewichtslimit von 61 Kilogramm, sondern etwas drüber ausgefochten. Eigentlich hätte Font 2 Wochen später bei UFC 292 gegen Song Yadong antreten sollen. Ein Hauptkampf lag ihm dann wohl doch ein wenig mehr. Immerhin konnte er im April mit einer Performance of the Night gegen Adrian Yanez zeigen, dass er das Rampenlicht verdient hat. Sandhagen hingegen besiegte zuletzt Marlon Chito Vera im März und dürfte damit auf einem guten Weg sein, sich für eine Titelchance zu positionieren, sollte er es auch in diesem Main Event schaffen, als Sieger aus dem Oktagon zu kommen. Auf welchen dieser beiden Kämpfe freut ihr euch mehr? Oder hättet ihr die eigentlichen Fights lieber gesehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Du willst immer auf dem aktuellen Stand der Dinge bleiben? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.